Hallo und herzlich willkommen. Hier ist ÜTV. Wir melden uns direkt von der Karikatura, der wohl coolsten Comicmesse in ganz Deutschland. Und wir Schüchternen sind natürlich nicht hier, weil wir Musik machen wollen, sondern wir sind hier, weil wir unseren ersten eigenen Comic dabei haben. Das ist extrem cool. Wir sind auch mega stolz. Und ich würde sagen, am besten kommst du mal rüber und schaust rein in das gute Teil. Okay. Also, erst natürlich hier links die Bandvorstellung, ohne die geht's nicht. Und ja, dann geht die Geschichte auch schon los. Weil ich lange Texte nicht so gut verstehen kann, schau ich mir viel lieber bunte Bilderbücher an. Denn bei Comics ist die Message auch nicht so versteckt, sondern offen angepasst an meinen Intellekt. Und jede Woche komme ich nun wohlgemut nach Haus, in der Hand halte ich die neue Mickey Maus. Doch seit ich Spider-Man nun endlich auch im Abo hab, da gibt es was, was ich mich frag. Was passiert im Comic eigentlich zwischen den Bildern, wenn in Disneyland am Abend die Lichter ausgehen? Wenn der Batman auf dem Klo sitzt und mit Däumchen dreht, weil in Gotham City niemand ein Verbrechen begeht. Doch das passiert im Comic nur zwischen den Bildern, wenn in Disneyland am Morgens die Lichter angehen. Dann ist alles so wie vorher, nichts hat sich geändert. Jeden Tag aufs Neue bleibt die Zeit wieder stehen. Bonbonfarbenen, bunten, kolorierten Welt gehe ich auf tausend Reisen, wer zum Superheld. Und ich kämpf mit meiner Macht gegen alle Halunken, hab natürlich meinen Zaubertrank schon getrunken. Die Rollen sind verteilt, hier ist alles klar, so bunt und doch schwarz-weiß, alles wunderbar. Die Guten werden siegen und die Bösen bleiben schlecht, nur eine Sache weiß ich nicht so recht. Was sollen wir tun? Ich habe noch eine Ersatzseite. Cool, dann geht es ja weiter. Was passiert im Comic eigentlich zwischen den Bildern, wenn in Disneyland am Abend die Lichter ausgehen? Schmeckt dann der Obelix vielleicht auch mal einem Römer tot? Und stellt Mickey sich voll asozial ins Parkverbot? Doch das passiert im Comic nur zwischen den Bildern, wenn in Disneyland am Morgens die Lichter angehen. Dann ist alles so wie vorher, nichts hat sich geändert. Jeden Tag aufs Neue bleibt die Zeit wieder stehen. Zwischen den Bildern, wenn im Disneyland am Abend die Lichter ausgehen, muss dann Lucky Luke vielleicht auch mal zum Lungenarzt, weil er jeden Tag so an die 50 Kippen quarzt. Was passiert im Comic eigentlich zwischen den Bildern, wenn im Disneyland am Abend die Lichter ausgehen? Hat dann der Donald vielleicht auch mal ein Stück Glück abgekriegt und die Daisy mal so richtig durchgekitzelt? Das passiert im Comic nur zwischen den Bildern, wenn im Disneyland am Morgens die Lichter angehen. Dann ist alles so wie vorher, nichts hat sich geändert. Jeden Tag aufs Neue bleibt die Zeit wieder stehen. Ja, das passiert im Comic nur zwischen den Bildern, wenn im Disneyland am Morgens die Lichter angehen. Dann ist alles so wie vorher, nichts hat sich geändert. Jeden Tag aufs Neue bleibt die Zeit wieder stehen. Thank you.
Das mit den Fans ist auch nicht mehr so gut. Also ich hätte ja schon irgendwie gehofft, dass mal jemand vorbeikommt, um sich das hier signieren zu lassen, ja? Aber irgendwie... Das ist an den anderen Ständen so viel besser. Ja, weiß auch nicht. Ach ja. Thank you.